Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Hitman. Heute begeben wir uns wohl leider auf die letzte Mission der Episode 1. Danach muss ich mir irgendwie Hitman 2 zulegen, in der Hoffnung, dass es auf Linux läuft. Also sie machen einen Port davon. 3 Jahre später. Na gut, 2. Ist aber auch egal. Heute sehen wir uns die Situs Inversus Mission an. Danach bleibt uns dann noch Patient Zero und ansonsten werde ich ja noch so ein paar, ja, ne, Ziele machen. Ja, schau doch einfach mal hier direkt rein. Good morning, 47. The board has sanctioned Eric Soder's for termination. After Colorado, we did some digging into Soder's private affairs and discovered that he has been fast-tracked for critical heart surgery at the hyper-exclusive Gama Private Hospital in Hokkaido, Japan. Such a display of power has Providence written all over it. Soder's, who suffers from a rare condition known as situs inversus, where his internal organs are reversed, desperately needs a right-sided heart transplant and has clearly betrayed the ICA to get it. He was admitted last night and is currently being prepped for a 3-day surgery. We have booked you into Gama under the usual guise of Tobias Reaper, corporate shark, here for a standard medical checkup. As such, you will need to play it by ear and procure whatever tools you need to complete the mission. You also need to eliminate Yuki Yamazaki, a Tokyo lawyer who works for Providence. Sodas has already given Yamazaki access to our client records and has agreed to provide a full list of active ICA operatives post-operation. This transaction cannot be allowed to happen. Sodas must pay for his treachery, and his insidious employers must be taught a lesson. ICA's sovereignty is at stake. Powerful as Providence may be, we need to draw a line in the sand. I will leave you to prepare. Müssen wir die sexy Japanerin unbedingt umbringen? Ach, schade aber auch. Naja. Zur falschen Zeit am falschen Ort mit den falschen Leuten. Oh cool, wir haben kein Geheimverdeck. Das heißt, wir müssen... Ja, wie sie schon sagte. Wir müssen uns überlegen, wie wir das machen. Ja. Genau. Lass uns mal vorbereiten. Easy, wir können nicht mal irgendwas ändern. Aber wir bereiten uns mal vor in unserem schicken Kimono heißt das ja. Entschuldigung. Ich tölpel. Dieses Yuki Yamazaki klingt fast wie so eine Motorradmarke. So, wie heißt das? Wie Kawasaki, nur ist es eine Yamazaki. Wing, 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 wing. Ja. Hust. Ledge. Ist, oh, wollte ich sagen, es hält aber lange. Welcome to Hokkaido 47. The Gama Private Hospital provides cutting-edge medical treatment for the global elite outside the law, if required. The facility is partially run by an artificial intelligence system known as Kai. The AI oversees patient admission to various areas in the hospital and even participates in some medical procedures. You will find Eric Soder's in the operating theater, undergoing a pre-surgery regenerative stem cell treatment, a highly controversial procedure yet to be approved by Japanese authorities. Yuki Yamazaki has already arrived. You'll find her in her suite or roaming the restaurant and spa areas of the hospital. Soder's is scheduled to be put under soon. Let us make sure he stays that way. Good luck, 47. Wow, das klingt mega anstrengend, wenn ich ehrlich bin. Wow, das sexy Schuhe. Hallo, Mr. Reaper. As part of the service here at Gamma, your personal robe has been outfitted with a radio frequency identification chip. The device will unlock and allow access to your personal suite. Wieso hat die KI einen japanisch-englischen Akzent?
Informationen einsehen. Kai. Das Gamma-Krankenhaus wird teilweise von der künstlichen Intelligenz namens Kai gesteuert. Diese ist für die Ausführung von Patienten ebenso verantwortlich wie für komplexe chirurgische Eingriffe. Gamma ist eine topmoderne Einrichtung, in der selbst die Türen außergewöhnlich sind. Da Kai eine winzigen Funk-Identifizierungsstippe in ihrer Kleidung erkennt, benötigen sie zum Öffnen von Türen keine Schlüssel. Elegant und effizient. Ob Kai auch erkennt, wenn das falsche Gesicht in den falschen Klamotten ist? Haben wir schon welche Gelegenheiten? Adrenalin-Junkie. Behandlungsfehler. Das verräterische Herz. Geist in der Maschine. Oh, da habe ich richtig Bock drauf. Geist in der Maschine. Das klingt so richtig geil nach Appleseed, wer den Anime kennt. Also, ist es ein Anime? Ist es animiert? Die Aussicht ist geil. Entschuldigung, aber die Aussicht ist geil. Das ist dieser, wie heißt das Ding? Der Berg da in Japan, ihr wisst schon, was ich meine. Ja, es ist ein Berg in Japan. Ja, gut, mir fällt der Name gerade nicht ein. Ja, ich würde sagen, hier bleiben wir halt einfach. Wow. Sieht hammergeil aus irgendwie. 47 wird doch nicht kalt oder so hier. Vielleicht können wir rüberklettern oder rüberbalancieren, aber ich glaube, das findet Kai da nicht ganz so geil. Ja, wenn man so ein sexy Kimono hier durch ging. Guck mal hier, die Bällchen. Bzzz. Ein Bade. Oh, mit einer Quietsche-Ente, wie niedlich. Mink, mink. Waschbecken überfluten. Ja, wir überfluten unser eigenes Waschbecken. Easy. Schrank öffnen geht nicht. Duschen können wir auch nicht. Dann gehen wir wohl raus. No keycards are needed at Gamma. Please enjoy your stay. Danke, ich werde darüber nachdenken. Ogenki desu. Gesundheit. Habt ihr was dagegen, wenn ich da hochgehe? Gut, habt ihr nicht. Dum di dum di du 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 di du di du di du 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 di di du. Es sieht halt einfach mega geil hier aus. Ich will hier wirklich bleiben, man. Das ist echt, ups. Echt schön. Irgendwie hat das was. Seaweed Therapy is this way, right? Okay, da rein irgendwie kommen. Saw himself through his own detached eye that was floating around in a jar while they were busy drilling a new socket. Oh, and his skull. Oh. Feueralarm auslösen. Ich muss hier putzen, ich muss hier putzen. Wenn ich nicht irgendwie den... That's right. Move on, people. Fuck! Untersuchen. So, the building AI known as Kai not only keeps the building running, but it also controls the surgery robot in the operating theater. That's where Sodas is at the moment.
The manual states that the AI will automatically revive any flatlined patient, which could prove to be a problem. Ah, but the hospital director does have access to the mainframe. Care to run a hospital, 47? Ja, natürlich. Ich möchte gerne Hospital Loot sein. That is Yuki Yamazaki, former lawyer to the Yakuza and current operative for Providence. Gleich zwei Bodyguards, Alter. Maybe someday you'll be a real bodyguard. Okay, da vorne steht noch einer, der kennt uns. Das Ziel kennt uns allerdings auch, was wir gerade verfolgen. SCS un problema grande. Die Leute weg. Yeah, hier, wie heißt dieser hässliche Move nochmal? Er macht dann auf jeden Fall diesen. So, ihr beiden könnt mal ein bisschen kuscheln. Ihr seht sowieso aus, wenn ihr Zwillinge wärt. So. Schön. Sehr schön. Mr. Jason Portman. Gut, das kann überhaupt nicht auch, wenn man jetzt hier rumprügelt mit. A doctor will escort you to your checkup. That was for Mr. Jason Portman. Oh, ist das schön hier! Das ist einfach mega geil. Können wir planschen gehen? Nein, können wir nicht. Also wir müssen zu dem Typen da vorne. Ist halt schade, man hat manchmal echt nicht viel Zeit, sich hier umzuschauen, weil man ständig aufpassen muss, dass keiner, naja, sieht, wie der da vorne zum Beispiel. Gut, wir müssen jetzt uns den Typen da krallen. Ich finde, wir haben eigentlich einen guten Punkt, wo man speichern könnte. Weil gerade werden wir von keinem so wirklich besucht. Steht er jetzt einfach nur so rum, der passt so hin und her, oder wie? Hallo! Entschuldigen Sie. Ich mich auch ein wenig im Spiegel bewundern, in dieser sexy Uniform. Woop, 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 sexy Uniform, way, yeah! Okay, easy. Wo ist der Typ hingewatschelt? Ja, da vorne. Ich stehe hier nur rum und
bewache diese Wand, dass diese Wand nicht wegläuft und keinen Schaden anrichtet. Ja, ja, diese Wand ist gefährlich und diese Wand hier bewache ich auch. Das ist ja eine Möglichkeit, dass die Typen... Geheimtür. Eine Küche. Verkleiden Sie sich als Direktor. Schwieriger als es sich anhört. Ich sag, weil der da vorne kennt uns interessanterweise, okay. Harsh, isn't it? A total ban? I don't know. Patient did die. Famous one at that. Still, it's not the chef's fault. What was a kitchen apprentice thinking, cutting out a fugu fish by himself unsupervised? I mean, it takes years of practice. Didn't the kid realize how poisonous those things are? Yeah, he's a kid. I mean, he probably wanted to show off. I don't know. But anyway, the hospital administration probably thought it would be better to just ban serving fugu altogether. Poor chef. That was his best party trick. Now what do we do with the last fugu? Throw it out, I guess. It's a damn shame, too. The chef had to refuse serving Yuki Yamazaki his signature dish. I mean, despite her constant requests. She asked about it just an hour ago. It's really too bad. It's not worth losing. Gama has banned the serving of fugu, following an incident where a guest was poisoned by a poorly carved piece of the poisonous fish. It appears, however, that Yuki Yamazaki is trying to sway the chef to slice up his final specimen and serve it to her. Who are we to deny her such pleasure, 47? Yeah. Haben wir Münzen oder so? Nee, haben wir nicht. Nicht so zweit wären die beiden, ne? Da oben irgendwo rummogeln, wenn ich mir das so angucke. Hier können wir irgendwo nämlich lang. Oh, unauffällig. Das ist eine Tür. Da war es ein Schrank. Ich wollte ihn eigentlich nicht umbringen. Ich will eigentlich K.O. hauen. Kacke. Ich wollte ihn nicht umbringen, ich wusste nicht, dass er schon K.O. war, weil die Wachen, die mussten mich noch extra K.O. schlagen. Tut mir leid, Junge. Kollateralschaden und so. Ein verbotenes Objekt, dass ein Koch mit einer Strohfinte normalerweise nicht rumläuft, hätte ich jetzt fast nicht gedacht. So, wo ein Mülleimer gehen, ich meine, das ist eine Küche. So, damit die beiden auch schön fresh bleiben. Kein verkackten Mülleimer?
Das ist euer Ernst? So, gut, dann weg damit. Ach, hier ist das Fungo. Machen wir ein Messer. Unauffällig. Ja. Giften Sie das Sushi, okay, also auf nach oben. Diese komische Binde, die er da um hat. Please, just stop me if you don't like it, but I have been here a lot and I started to think of this story. Ich lasse mich mal den runterlocken. Hallo. Guten Tag. Sushi zubereiten. All right, 47. Let's make sure this is her last meal. It's not for you. Kann die jetzt mehr herkommen? Ich warte so lange einfach mal. Hier einfach so steht, fällt doch gar nicht auf. Alle total asiatisch hier aussehen und der Typ nicht. Nicht für dich, Junge, nicht für dich. Da ist sie. Ja, komm zu mir. Komm zu mir. Komm zu mir. Komm zu mir. This is all so standard. Excuse me. Could I ask you for some fugu roll? Excuse me. Would you like to try our delicious sushi? Freshly prepared, of course. Is this fugu? I knew you would come around eventually. Good for you. I hope you like it. My colleague is a straight arrow. Me, I say it's good to live dangerously. You took the words right out of my mouth. Yes. Hold on. That's exactly okay. Right. Okay, all kitchen staff greenlit. Smooth velvet softness. My compliments to the chef. Müssen Sie ja demnächst dann sterben. Target down. Now it's time for Sodas to retire. So, schön. Das ging doch vergleichsweise gut. Wir wollten das mit der Maschine weitermachen. Geist in der Maschine weiterverfolgen. Wir müssen uns als Direktor verkleiden.
Wo komme ich nochmal in die Küche? Ja, das war glaube ich hier. Guten Tag, guten Tag. Ich habe es ein bisschen eilig. Ich suche eine Küche. Hast du Küche? Ich suche eine Küche. Wo Küche? Ah, hier. Unsere Shotgun kann ich auch wieder mitnehmen. Easy. Der Typ protodiert ja auch regelmäßig lang, oder? Wo liegt eigentlich die tote Japanerin rum? And 2 years before that, but who's counting? You're a smart one. You gotta relax, live a little. I'll have a beer, Nat. How's that? Well, hey, to each his own, huh? God only knows how many sick people had their paws in that bowl. Oh, this does look good. There's only one here right now. Be careful, would you? Facial reconstruction to match a Korean pop star of all things. Apparently, it's something they do more than once. Keep that gun holstered, son. Ja, natürlich. Guess what? I found out oh, that was 100% my fault. Ja, natürlich. Ich habe dich über den Haufen gehauen, das war deine Schuld. So ist das. Meine Bediensteten. Das funktioniert immer wieder mit euch, Leute. Gut, jetzt muss ich nur die Kanone wieder loswerden, ist okay. What the fuck? Der hatte eine Perücke auf und er zieht sie einfach eiskalt an. Wie geil ist das denn? Okay, mal schauen wir uns jetzt alles gleich. Wir sind Krankenhausdirektor. Jede Sau kennt uns. Oder zumindest wäre ich davon ausgegangen. So, wir müssen nach oben. Mr. Director. Guten Tag. Ja, so wird man vom Auftragskiller zum Krankenhauschef. Ne? Ist auch mal eine Erfolgsgeschichte. Andere versuchen es mit dem Tellerwäscher. Ja, ist die Frage, was besser ist, Krankenhausdirektor oder Auftragskiller? Wobei, wenn man beides zur selben Zeit, das kommen Leute in dein Krankenhaus und du bringst die um. Natürlich. Aus Versehen. Das sollte man nicht zu oft machen, weil das fällt auf. Wenn so ein paar Operationen glücken, die Leute werden immer wiederkommen. Oder man macht einfach irgendwas, dass sie langsam schleichend sterben werden. Hallo, guten Tag. Okay, kacke, die Sackfalte, die da drin steht, kennt uns. Müssen wir überhaupt hin? Müssen nach oben. Müssen noch höher. Guten Tag. Ein Hubschrauber, wahrscheinlich ein possible Ausgangs-Dingsbums. Ich speichere das hier ganz einmal gerade.